AnwältInnen analysieren den Corona-Lockdown und geht Alaba von Bayern München. Schönen guten Morgen am Montag, den 2. November. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und mit uns aufsteht. Heute aller Seelen ist das Wetter eigentlich einigermaßen gut. Ein bisschen bewölkt und nebelig, aber es kommt schon am Vormittag die Sonne raus. Die Temperaturen gehen rauf bis zu 21 Grad. Also so warm müsst ihr euch gar nicht einpacken und ja, genießt den Tag. Seit gestern ist ja die zweite Lockdown-Verordnung bekannt. Ab heute 0 Uhr erwarten uns eine Ausgangsbeschränkung und die Gastro und so gut wie alles im Kulturbereich müssen schließen. Nun kommen immer mehr Reaktionen von Juristinnen und Juristen. Es heißt, der Verordnungstext wäre bemüht, aber noch nicht perfekt. Vor allem, weil sehr viel sehr schwammig formuliert sei, sodass es für uns schwer ist zu wissen, was wir jetzt tun dürfen und was nicht. Hier meint Rechtsanwältepräsident Wolf im Gespräch mit der APA, dass viele Problemfälle vorprogrammiert sind und dass zu hoffen ist, dass der Gesundheitsminister Rudolf Anschober stichhaltig belegen kann, warum so harte Maßnahmen nötig seien. Unser Hinweis darauf, dass Corona-Regeln wie den Mindestabstand von Restauranttischen wegen fehlender Dokumentation aufgehoben wurde. Die Lockdown-Verordnung ist einer der massivsten Eingriffe in die Grund- und Freiheitsrechte in der Zweiten Republik. Also ist hier Vorsicht, Transparenz und Kommunikation ganz, ganz wichtig. Auch wenn die Gastro jetzt mal vorübergehend zusperren muss, hat es gestern ein Jubiläum gegeben. Seit gestern ist die Gastronomie in Österreich rauchfrei. Ein Erfolg für die Gesundheit, ein Misserfolg für Trafikanten. Mehr als 25 Jahre ist diskutiert worden, ob Österreichs Gastro jetzt rauchfrei werden soll oder nicht. Und am Sonntag, dem 1. November 2019, wurde das Rauchverbot dann zur Wirklichkeit. Laut der Statistik Austria rauchen jedoch noch immer mehr als 1,5 Millionen Menschen in Österreich. Das sind 21%. Da gibt es also noch viel Luft nach oben, da sind sich Gesundheitsexperten einig. Der ÖGP-Generalsekretär und Vorstand der Klinik für Lungenheilkunde am Linzer Kepler-Klinikum, Bernd Lamprecht, wäre sich sicher, dass das Rauchverbot dem Gesundheitssystem viel Geld ersparen wird. Erstmals gibt es jetzt einen Rückgang der Rauchverbote bei Frauen seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1972. Morgen heißt in den USA Endspurt im Wahlkampf. US-Präsident Donald Trump kämpft mit allen Mitteln, im Amt zu bleiben, da der demokratische Herausforderer Joe Biden in den Umfragen vorne liegt. Trump könnte sich im Fall eines Vorsprungs in der Nacht der US-Wahl vor Ende der Stimmenauszählung zum Sieger erklären, denn wegen der Pandemie wird eine Rekordzahl an Briefwählerinnen erwartet. Diese sollen laut Umfragen vor allem Biden-Anhänger sein und das könnte dazu führen, dass Trump bei der Wahl in der Nacht zum Mittwoch vorne liegt, sein Vorsprung sich aber in den Tagen danach in eine Niederlage verwandelt. Trump ist davon überzeugt, wieder Präsident zu werden und plant deswegen auch schon eine große Wahlparty im Weißen Haus. Und das mit 400 geladenen Gästen, trotz der Corona-Pandemie. Die letzte Party im Weißen Haus am 26. September hat sich jetzt im Nachhinein als Superspreader-Event herausgestellt, wo sich neben Trump und seiner Frau auch zahlreiche weitere Regierungsmitglieder mit dem Virus infiziert haben. Der FC Bayern München und David Alaba. Seit 12 Jahren gibt es diese erfolgreiche Beziehung, die könnte aber im Sommer endgültig zu Ende gehen. Das Vertragspoker um den österreichischen Nationalspieler ist noch immer zu keinem befriedigenden Ergebnis gekommen. Bayern Sportsvorstand Hasan Salihamidžić hat bei Alabas Berater noch einmal nachgehakt. Da es zu keiner Einigung gekommen ist, fegt man das Angebot einfach vom Tisch. Trotzdem hofft man noch auf einen Verbleib in München. Juventus und Liverpool haben aber kürzlich auch Interesse am Defensiv-Allrounder bekundet. Ja, das war's auch schon wieder mit Push. Wir sehen uns dann zum nächsten Update und bis dahin erstmals munter werden und Frühstück genießen. Boom, 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 boom.